Wir machen hier oben mit Literatur weiter. Ich darf Gerald Eschenauer zu mir heraufbitten. Er ist Obmann des Vereines Buch 13 und Schriftsteller. Geschrieben hat er Bücher wie Die Miefke-Saga 1, Die Miefke-Saga 2. Und aus seinem neuesten Buch wird er uns jetzt vorlesen. Es heißt Das Schlachten der Schweine. Von Bachmann, Pissern und Literaturstaatspreis schwänzen. Ob Sie es merken? Ob es wirklich jemanden interessiert? Der Bestseller, den ich geschrieben habe, kann nicht darüber hinwegtrösten. Er war eine Fingerübung. Der Agent quält mich. Ich will von alledem nichts wissen. Meine Stimmung verläuft parallel zum trüben Novembertag, der sich vor mir auftut. Verdammt, Clara! Bin ich eine Nymphomanin? Bist du zu gut begehrt? Bedient zu werden. Als ich den österreichischen Staatspreis für Literatur erhielt, ertappte ich mich dabei, dass ich darüber nachdachte, wie wohl die Schwänze jener in der ersten Reihe aussehen mögen. Ich werde einen Fuß auf den wunderschönen Schreibtisch inmitten der von H.P. Meyer gestalteten ORF-Arena stellen und auf meinen Text pissen. Vielen Dank. Dankeschön. Während du gelesen hast, ist hinter dir ein Tweet aufgetaucht, den sieht man jetzt nicht mehr. Es ist gestanden, Gerald Eschenauer liest das harsche Wort zum Sonntag schon am Freitag. Die Frage würde ich gern an dich weitergeben. Ja, es ist anscheinend nicht mehr üblich, dass literarische Texte auch konkret und direkt sein dürfen. Und ich bin jetzt niemand, der so mahnt, aber ich habe gerne konkrete und sehr direkte Ansagen. Und das kommt auch in meinen Büchern einfach immer wieder zur Geltung. Das letzte Buch jetzt, Das Schlachten der Schweine, hat aber wirklich nichts mit einer Schlachtung zu tun. Jetzt bist du ja jemand, als Obmann des Vereines Buch 13 wird man euch in Zukunft jeden ersten Dienstag im Monat hier im Volkshaus hören können. Wer oder was ist Buch 13? Ja, also ich freue mich einmal, dass wir hier im Volkshaus die literarische Reihe stellen dürfen. Jeden ersten Dienstag, wie du bereits gesagt hast, dürfen wir einfach hier Literaten und Literatinnen bringen. Das passiert im Rahmen der Volksliteratur. Und auf deine Frage, was ist Buch 13? Es ist einfach eine Literaturvereinigung, die im April 2013 gegründet wurde, mit der Intention, Literaturräume zu schaffen. Die Situation momentan in Kärnten für Literatur ist jetzt nicht eine wunderbare, obwohl wir ein Land sind, das den Bachmann-Preis hat, aber die Frage muss natürlich berechtigt sein, was passiert unter dem Jahr? Was ist für junge Autoren, was passiert für Nachwuchsautoren? Und hier bieten wir einfach eine Fläche. Buch 13 bietet 3 Lesungen im Monat an 3 Standorten und das Volkshaus, und darüber freue ich mich sehr. Herzlichen Dank, Pepe Lesjak ist jetzt ein neuer Standort. Dankeschön.